Okay, Hülkenberg. Jetzt muss ich nur an dir dranbleiben und dich auch Startziel killen. Ja, da ist er weg. Da hat der Renault gegen den Mercedes-Motor keine Chance. Hoffe ich doch. Racing Point ist krass. Also ich bin mit der Teamentscheidung ziemlich zufrieden, nur wie es bis jetzt läuft, bin ich nicht zufrieden. Ah, jetzt auf einmal. Wow. Wie ich da vorbeiziehe, Gesundheit. Danke. Oh, jetzt fangen sie an, hinter dir an der Box zu gehen. Gelben. Gelben. Gelben Säcke, das heißt, in Dortmund. Der Nico wird auch gleich nächste Runde wahrscheinlich an die Box gehen. Ja, jetzt bin ich Erster. Jetzt kann ich mich erstmal ein bisschen wegfahren von ihm. Und dann sollen sie mich einfach alle am Arsch lecken. Das fände ich ziemlich cool. Ich habe nicht die schnellste Runde, ne? Weil mit weißen Reifen ist das auch verständlich irgendwo. Der Max hat sie. Der ist auch irgendwie krass. Er ist auch fast eine Sekunde schneller, die schnellste Runde von dem. 8 Zehntel. Als welche? Als deine. Meine schnellste. Ich glaube, jetzt kann es wieder eine gute werden. Aber mit weißen Reifen. Ja, klar, ich weiß. Ich war ja die ganze Zeit hinter irgendwem. Aber mit den weißen Reifen ist das sowieso ein bisschen schwieriger. Also ich habe jetzt beide Sektoren lila. Jetzt muss ich den dritten nur irgendwie halbwegs gut machen. Verstappt mal der neue schnellste, ne? Ne, er ist nur dritter jetzt, deswegen ploppt er hier auf. Ich dachte schon, ja. Kann ja gar nicht übers Ziel fahren. Macht gar keinen Sinn. Hey Nico, ist hinter dir an die Box gegangen. Boah! Alter! War's okay. Gut? Ja. Was heißt Alter? Wie gut? Verstappen ist, ja, 6 Zehntel ist der langsamer, seine schnellste, ja. Sauber. Er hat jetzt auch ein bisschen Freibahn, aber... Come on. Ich kann ja mal gucken, wenn du jetzt quasi an die Box gehen würdest, würdest du wahrscheinlich 8. Platz sein. Deswegen gehe ich ja jetzt noch nicht an die Box. Wenn du jetzt, also ich weiß nicht. Die anderen. Warte, wenn die jetzt. Nee, die müssen ja auch alle noch. Das heißt, die bis dahin müssen sie noch. Ja, okay, das passt. Wann gehen die ungefähr? Ungefähr so, Einschätzung? Drei, vier Runden, würde ich sagen. Schon so früh? Also Max Verstappen auf jeden Fall. Lewis Hamilton dahinter nicht. Der fährt noch 7 Runden oder so. Also wahrscheinlich wechselt er so um die 20 Und rum. Auf was? Gelb? Ich denke mal, die werden wieder gelb fahren. Ja. Da muss ich mich jetzt ranhalten, um das noch nach Hause zu fahren. Wie lange kannst du noch fahren? Wie viele Runden? Auch so ungefähr 5 oder so. Oder 4 oder sowas fahre ich noch. Also auch wenn zum Beispiel Verstappen wechselt, beziehungsweise ein bisschen früher als Hamilton und so. Und dann haben wir die gleichen Reifensätze, da muss ich erstmal gucken, dass ich an denen wieder vorbeikomme, ohne Crash, ohne irgendwas. Und Erster bleiben kann. Ja, es wird nicht einfach. Ich habe auch ungefähr erst die Hälfte der Strecke gefahren. Ist auch krass. Also letzter wirst du auf jeden Fall nicht. Weil Romain Grosjean ist letzter und der muss auf jeden Fall auch nochmal an die Box. Zudem hast du 55 Sekunden Abstand. Okay, krass. Oh, was machst du denn? Ja, es ging nicht. Ich habe mich verbremst, da musste ich einfach. Aber hat offensichtlich keinen gejuckt. Wir nähern uns dem
Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Hamilton ist gerade richtig nah an Max Verstappen dran. Das habe ich gesehen. Könnte sein, dass da zu einem Überholmanöver irgendwann kommt, dann halten die sich vielleicht ein bisschen auf. Naja, Verstappen holt auf jeden Fall schon ein bisschen auf zu mir. Nicht mega, aber ein bisschen. Und immer ungefähr so 8 Sekunden Abstand. Waren vorhin aber mal 8,8, jetzt sind es 8,2, glaube ich. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Gerade sind es 8,3. Ich glaube, langsam werden deine Reifen vielleicht auch besser als die gelben von Max. Ich glaube, meine schon Reifen kann man gleich in die Tonne kloppen. Ja, deine sind 15 Runden alt, aber die von Max Verstappen sind 12 alt und das sind ja nur gelben. Also ich schon meine Reifen auf jeden also Fall nicht so. Du bist ziemlich gleich schnell wie er. Ja, ich hoffe, das kann nicht halten über das gesamte Rennen jetzt. Jetzt hat er gerade irgendwas, hast du gerade gemacht, das ist fast eine halbe Sekunde aufgeholt. Oh, jetzt. Er zieht an die Box. Jetzt geht er an der Box. Geht an die Box. Deswegen war ich auch ein bisschen schneller, weil er wahrscheinlich früher gebremst hat. Oh nee, Hamilton ist schneller als Verstappen gewesen. Jetzt ist der hinter mir, was ein Spaß. Hab ich so Angst. Ich versuche auch mein Auto jetzt gerade leicht zu machen. Also mit ERS und Fettgemisch bin ich ein bisschen schneller sogar als Hamilton gerade. Aber das kann ich natürlich nicht durchziehen so. Nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten. Also ich habe 40% auf meinem Reifen und meine Kameraaufnahme ist gerade ausgegangen. Aber ich starte jetzt nicht genau. Ich denke mal, Hamilton könnte in der nächsten Runde in die Box gehen. Sag mir auf jeden Fall Bescheid. Ich habe mich verbremst. Oh, ging aber noch. So in die Eisen getreten gerade, das ist unglaublich. Sag mir Bescheid, was er macht. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Er hat gerade gesagt, also mein Grip wird jetzt merklich nachlassen, aber die Reifen könnten noch ein paar Runden halten. Dementsprechend können wir da ein bisschen gucken. Ich fahre einfach mal weiter und du sagst mir Bescheid. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Alter, das ist echt spannend mit dieser KI-Stufe. Jetzt holt er nämlich wieder ein bisschen auf. Ein bisschen. Bitte fahr einfach in die Box. Also du wirst wahrscheinlich... Jetzt ist er in der Box. Echt? Fährt er? Ja. Jawohl. Wer fährt noch? Gasly und Vettel sind auch in der Box. Nice one. Das heißt... Ich würde jetzt nächste Runde an die Box gehen, weil... Jetzt diese Runde? Ja, genau, die Runde jetzt an die Box. Hinter dir ist noch Bottas, der war noch nicht an der Box, aber der wird wahrscheinlich dann auch direkt hinter dir an die Box gehen. Ja. Und der hat zu dir jetzt 12,7 Sekunden Abstand, das heißt, da ist keine Gefahr. Wird nicht länger draußen bleiben. Nee, mach ich auch nicht. Ich habe nur warten wollen, ob die auch gehen. Aber die anderen, das halt...
Hamilton, warte, ich sag dir gleich auf was, die haben geboxt auf gelb. Okay, also kannst du auch auf gelb boxen. Ja, glaube ich. Max Verstappen zum Beispiel, der jetzt dann gleich hinter dir sein wird, der ist jetzt auch gerade auf Platz 3, der hat 2 Runden alte, harte Reifen, also das heißt, du hast den auch einen Reifenvorteil. Aber er fährt nicht, ne? Das war sein letzter wahrscheinlich. Ja, der fährt nicht mehr in die Box. Boxenstopp. Boxenstopp, Alter, hier. Boxenstopp! Arschlöcher. Okay. Dann gucken wir mal, wo ich rauskomme. Boah, hier bei mir ist auch ein Piepsen jetzt gar. So, kann man neu starten. Schwitzen wie ein Ochs. Okay, bleib hinter der weißen. Bleib ich? Ja, ich bleib Erster. Sehr gut. Ich bleib Erster. Der Valtteri ist auch in der Box. War vorhersehbar. Ja. Problem ist, ich muss die Gelben jetzt erstmal ein bisschen einfahren. Ja, eine Runde nicht auf Fett und nicht zu viel RS. Ja, gar nichts. Ja, ja. Ich stelle es alles ein bisschen runter am Ende der Runde sowieso. Okay, also du hast und dann gebe ich dadurch quasi wieder ein bisschen eine Sekunde auf Max Verstappen verloren. Ja, ich verliere jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, aber es ist egal. Weil der hat jetzt 7 Sekunden Abstand, vorher waren es ja 8, als vor der an die Box gegangen ist. Wenn ich mir jetzt nichts wegfahre und es alles so bleibt. Also alle haben jetzt ihre Boxenstopps gemacht, keiner würde mehr gehen, ja, eigentlich. Tja, der Platz würde mir so gefallen. Wobei, doch, Kevin Magnussen auf Platz 8 geht wahrscheinlich gleich an die Box. Wenn ich jetzt hier durch bin, dann fahre ich auf jeden Fall eine mindestens Runde auf volle Power, alles voll hoch. Um dann auch gleich ein bisschen erstens rauszupulvern. Das Fettgemisch werde ich jetzt sowieso durchgehend laufen lassen, vor allem in ersten Runden auf neuen Reifen. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, erst werde ich jetzt auch mal in dieser Runde rausballen. Also, let's go, komm. Vielleicht sogar noch mal eine lila Zeit. Vielleicht. Kommt drauf an. Verstappen war ja der zweitschnellste quasi. Aber wurde überholt von Hamilton. Ja. Hamilton ist ein bisschen schneller. Wieder zurück. Ja, Hamilton ist schneller, weil er bessere Reifen hat. Er hat gelbe. Max nur weiße. Ich hoffe, dass ihn dieser Kampf ein bisschen aufhält. Es bringt so unglaublich viel, dieses ERS und so hochzustellen. Vor allem das ERS, das Fettgemisch auch, aber vor allem das ERS bringt mega viel. Ist so krass einfach. Puh, ey, ist das warm, noch 10 Runden, kommt schon Leute, feuert mich nochmal an. 10 Runden, das wäre der erste Saisonsieg. Ich würde mich so freuen, endlich mal Leistung zu zeigen für Racing Point. Leistung zu zeigen für die neuen Zuschauer. Punkte zu holen für das Team und für mich. Das wäre endlich mal reif. Sollte eine neue schnellste sein. Weiß nicht, ob ich mich mega verbessert habe, aber doch, das war auf jeden Fall gut. Oh, das war nicht so cool. Zeit vergeudet jetzt wieder. Hast du gesehen, ja, ne? Ja. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall den Wagen erstmal leicht. Darfst die Reifen aber nicht zu sehr verbraten. Nee, nee. Mach ich nie. Es kann gut sein, dass Charles Leclerc leicht
keine Punkte bekommt. Was? Ja, der ist auf Platz 15. Krass. Ansonsten sind alle, die bei guten Teams fahren, auch weit vorne. Ja, wie ich. Ja, du fährst beim guten Team, aber bist kein guter Fahrer. Wie lange fahren wir eigentlich noch? Kannst du mal kurz ein bisschen so rechnen? Dauert 1,30 ungefähr, oder die Runde? D. 1,25. Ja. Ja, war die beste, aber das. Ist das anstrengend. Elf Minuten ungefähr. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Plan. Bisschen weniger. Ja, das sollte mit der Kamera dann hinhauen. Und ich halte das hoffentlich noch durch. Wie viel Abstand habe ich? 7,6. Okay. Sollte schon klappen. Heißt, du würdest mich sogar in der Fahrerwertung überholen jetzt. Ja. Weil du jetzt auch 26. Wir wären ziemlich nah beieinander dann. Ja, du hast dann insgesamt 29 Minuten. Wow. Aber dann Monaco wird dann nochmal heselig, aber ja, dann. Da helfen ab wir Kanada, uns beide dann einfach irgendwie. Ab Kanada geht's dann richtig los. Oh, mach keinen Scheiß. Hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Das Ding ist, es ist halt so wenig Abstand. Was heißt wenig, aber es ist so geringer Abstand doch, dass wenn ich mich einmal drehen würde, dass es mich überholt. Dann ist es schlecht. Ich brauche gar keinen roten Frontflügel oder gar keinen irgendwas. Einmal drehen wäre adios und überholos. Ja, das kenne ich ziemlich gut. Was ich ganz gut bisher hinkrieg, ist in der Passage hier immer auf Mager zu stellen und ERS runter. Ein bisschen verbremst wieder, die Kurve habe ich irgendwie lieb. Egal. Hamilton holt einen kleinen Tick immer auf, gerade 6,8 Sekunden. Ja, weil ich gerade zwei, drei Fehler gemacht habe. Und er fährt ja auch gut. Also er fährt ja echt schnell. Schön genommen. Muss man sich auch mal selbst loben. Wie er sich selbst lobt. Und dann sagt der Richtige. Was im Spiel? Sektor 1, gelbe Flagge. Sag mir, was passiert. Schalt hin. Grüne Markierung ist bei Valtteri Bottas, aber der fährt ganz normal. Alexander Albon ist raus. Ah, Spaß. Meine Rennleitung, ob da was steht. Mechanisches Versagen steht da nur. Wenn ich sowas jetzt hätte, ne? Ich glaube, ich würde das Spiel verkaufen. Weiß nicht, warum bei Valtteri Bottas. Das hatten wir ja noch nie zum Glück. So ein komischer weißer Strich noch neben dem Namen ist. Wahrscheinlich im Bug. Holt er immer noch auf?
Nee, ist das wieder konstant, gerade bei 7,3. Achtung, Achtung. Gelbe Flagge. Grüne Flagge. Sehr schön. Ja, das gefällt mir gerade, wie ich die Kurve hier nehme. Wenn ich alle so nehmen würde, wäre das ganz angenehm. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Der Vettel hat den Gasly überholt. Welche Plätze sind das denn? 4 und 5. Oh, wir sind doch recht nah. 13 Sekunden Abstand. Ja. Würde ich als nah bezeichnen. Wenn man bedenkt, dass ich 7 auf Platz 2 habe. Ja. Das war ein bisschen spät gebremst. Egal. Come on, bitte. Einfach zu Ende fahren. Genauso wie jetzt. Platz 1. Wäre so schön. Ich gehe direkt Party machen. Puh, ist das warm. Ich muss mich nochmal abtrocknen mit dem Handtuch. Alter. Das ist so geil, dass du einfach ein Handtuch hast. Junge, das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Überholmanöver. Gasly hat Vettel überholt. Was? Welche Plätze sind das? Da ist gerade Platz 4, 5 und 6 direkt hintereinander. Voller Cross Fight. Ich guck zu. Kann das sein, dass irgendwie Red Bull eigentlich voll gut ist gerade auch? Gasly ist auch irgendwie krass, Verstappen ist auch irgendwie krass, also Red Bull und Ferrari sind nochmal irgendwie stärker geworden als F1 2018. Mercedes ist irgendwie, geht so. Hamilton okay, ja, aber Bottas, weiß ich nicht. Wird mir jemand mit der schnellsten Runde gefährlich? Nee, ich glaube nicht. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS ja, ich bin schon dabei. Halt einmal. Der einzige, der es schaffen könnte, wäre der Luis. Aber der hat schon auch 9 Runden alte Reifen. Der schafft es mit den Reifen nicht mehr. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin raus. Kannst ja nochmal versuchen, eine richtig knackige Zeit auszuhauen. Kriege ich nicht hin. Meine Zeit ist schon knackig. Ich kann sie nicht selber knacken. Kann ich wirklich nicht. Ich fahre echt schlechtere Zeiten, deutlich schlechtere Zeiten als meine beste. Ich hab so Angst, ne? Es sind noch 3 Runden. Angst kenn ich gar nicht. 3 Runden. Oh, Hamilton nur noch 5,7. Ich weiß, der holt mega auf Guard, das habe ich jetzt gerade damit gemeint. Der kommt richtig nah ran. Ich weiß nicht, was der für einen Cheat benutzt gerade. Aber er kommt nah ran. Und es sind noch 3 Runden, die er Zeit hat. Nicht ungefährlich.
eigentlich keinen Bock, mir nochmal ein Battle mit ihm zu liefern. Auch wenn ich es natürlich ein gewinnen Rap würde. Battle? Aha. Du glaubst, dass du es gewinnst? Weiß nicht, ich bin gerade so konzentriert. 5 Sekunden, 4,9. 4,8. Ich glaube, der hat einfach alles hochgestellt, was er gerade nochmal hat. Der fährt gerade mit Full ERS und Benzin oder so. Boah, dann haut er gleich, macht er deine 26 Punkte gleich kaputt. Das kann sein. Ich stelle mal. Aber ich krieg sie nicht mehr in meine Zeit. Ah. Nee, deine Zeit knackt nicht. Nicht? Nee, macht er nicht. Finde ich gut. Momentan fährt der Wagen hinter dir ganz knapp. Etwa eine Sekunde schneller. Boah, ich hab so Angst vor dem Typen gerade. 4,5 Sekunden. Solange mich nicht wegkrammt. Also es kann nichts, ich kann es mir nicht erklären, dass ich so schlecht fahre. Also der muss einfach alles hochstellen. Gehackt. Ja. Nochmal ein Cheat angemacht. Wahrscheinlich kommt der gleich, rammt mich weg, ich bin tot, gibt gar keine Punkte. Nee, jetzt fährt er gerade schon wieder langsamer. Ja, er muss ja irgendwann wieder runterstellen. Und ich spare mir das gerade für die letzte Runde, dass er mir ja nicht gefährlich kommt. Ich extra jetzt sieht er wieder an. Oh, jetzt ist es nur noch bei 4,0, 3,9. Nee, keine Chance. Außer 3,8. Ich flieg raus. Wenn ich nicht rausfliege, hat er keine Chance. Wir haben ja nur noch eine Runde. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. 3,5. Digga, der holt auf. Ja, es ist ja nur noch eine Runde. Ich sag ja, ich darf nur keinen Fehler machen. Wenn ich keinen Fehler mache, dann hat er keine Chance. Auch kein Klein, so der nur ein oder zwei Sekunden kostet, darfst du auch nicht machen. Ich weiß, halt die Fresse. Ruhe bitte. Nein, kein Fehler, bitte, bitte, verbremst dich jetzt nicht. Und jetzt so. Ja, das ist ja kein Fehler, ist wieder so, mein Gehirn denkt dann so: Fehler, Fehler, lol. Fehler, Fehler? Fehler, Fehler. 3,9. Wie gesagt, wenn ich keinen Fehler mache, hat er eigentlich keine Chance. Ja, ist ein locker. Hat er eigentlich keine Chance. Ob Mike einen Fehler macht. Ich hab gesagt, wenn ich keinen Fehler mache, hat er gar keine Chance mehr. Auch wenn er offensichtlich gerade so absurd krass fährt. Nee, jetzt fährt er nicht mehr krass. Jetzt ja, schon wieder bei 3,7. Weil ich jetzt auch auf Fett und alles gestellt habe. Wie gesagt, ich habe mir das extra aufbewahrt. Das ist so ein Cheat, dass du das machst. Ja. Eigentlich so alles alle. Ja. 3,9 wieder. Benzin ist 0,2. Aber das reicht. Er ist ja direkt hinter dir, 2,8. 1,9. Ja, kann ich mal 0,9. Und vorbei. Genau. 3,5 ist er weg. Ja, guck. 3,1. Alter, da ist er gerade gesprungen. 2,2. Und im Ziel. Yes, Mann! Oh! Der erste Sieg, Leute, der erste Sieg. Mir ist so warm, das glaubt mir kein Mensch. Ah, erstes Mal, dass meine häselige Fräse da oben steht. Häselige? Häselige Fräse. Das rennt nur 50 Minuten wieder, das ist so schnell. Oh. Boah, Junge. Ich bin so fertig, Leute. Danke für die Punkte, endlich mal. Endlich mal. Ein kleiner Blick noch auf die Rangliste und dann schicke ich Jan weg. Oh, ich bin auf Platz 9. Was sagt die Konstrukteurrangliste? Da sind wir auf Platz 4. Warte doch, ich bin noch nicht aber da. Aber mit riesigem, krassen Abstand. Ich schneide es raus, du musst es nochmal sagen. Ich will, dass die Leute das sehen. So, jetzt. Okay. Ich habe Jan überholt, ganz knapp, wie gesagt, war ja zu erwarten. Aber immerhin, oh, zu erwarten. Immerhin sind wir jetzt gleich auf ungefähr. Und
Auch gar nicht so weit weg von Ricciardo und Bottas sehe ich gerade. Danach ist dann zu Vettel ein bisschen fetter Abstand. Was natürlich nicht so cool ist. Aber ein bisschen da unten rausgeboxt. Ein Rennen gewonnen. Ich freue mich darüber. Club-Rangliste, genau. Konstrukteur-Rangliste ist, ja, da ist Platz 4. Und aber auch gut. Weit weg. Aber auch gut, weil wir waren irgendwie ja mit 26 Punkten waren wir der Schlechteste, der gut ist. Also wir hatten quasi mega Abstand zu den mega Schlechten und ja, waren aber trotzdem Letzter von den mittelmäßigen Teams. Jetzt sind wir ein bisschen weiter oben, egal, 55 Punkte. Jetzt sind wir so einer der Besten der mittelmäßigen Teams. Dann auch kommt Mercedes, Ferrari und Red Bull. Die kriegen wir auch noch, hoffe ich doch. Ab jetzt soll es positiv weitergehen. Monaco wird super, schaut auf jeden Fall rein. Nee, nach Monaco geht's. Lasst mir da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.